was in diesem Video passiert. Gerade eben sind im Tal irgendwelche Sirenen angegangen. Aber so wie es aussieht, habe ich mich verlaufen. Habe ich auch noch nie geschafft. Ich bin jetzt schon vollkommen am Sack. Leider konnte ich vorhin bei dem Wasserfall meine Wasservorräte nicht auffüllen. Ich hoffe, dass es nochmal eine Möglichkeit gibt, denn jetzt wird es dann langsam wirklich eng mit dem Wasser. Heute starte ich von der Ortschaft Milders, wo es zunächst durch dichten Wald und urigen Pfaden auf die Milderaualm geht. Von dort aus führt ein strammer Weg hoch zum Hühnerspiel, was ein erstes kleines Highlight darstellt. Vom Hühnerspiel geht es dann weiter auf die Seeblasspitze. Die Gesamttour beläuft sich auf 35 Kilometern. Dabei wurden insgesamt 2654 Höhenmeter zurückgelegt. Ja, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber hier hinten sieht man die Elferspitze. Da hinten sieht man die Elferhütte. Auch zu dieser schönen Bergtour gibt es ein Video. Einfach mal hier reinklicken und dann könnt ihr auch euch diese Tour mal anschauen. Auf weichem Boden durchquerte ich einen dichten Nadelwald, der von Heidelbeeren flächendeckend bewuchert war. Ein herrlicher Anblick. Meinem kleinen Zwischenziel, der Milderauenalm, kam ich immer näher. Zeitweise gab es auch immer wieder Lichtungen, die einem eine schöne Sicht auf die umliegenden Berge ermöglichte. Je höher ich stieg, je abenteuerlicher wurden die Pfade. Hohe Sträucher, Wurzeln und vereinzelt Felsgestein sorgten für reichlich Abwechslung. Oh, Leute, schaut mal. Ah, schön, oder? Ja, und ganz da hinten erkennt man noch die Paragleitflieger, die vom Elver aus starten. Richtig schön. Ja, nicht wundern, dass es jetzt so steil hoch geht. Das ist speziell der Wandersteig, der mich hoch zur Alm führt. Es gibt auch einen deutlichen, entspannteren Weg. Da fahren auch die meisten Fahrradfahrer entlang. Aber das ist mir einfach zu viel Waldautobahn. Und lieber plagge ich mich etwas mehr und habe dann hier diese wunderschöne Kulisse, als dass ich mich hier auf den Waldautobahnen langweile. Hier gefällt es mir viel mehr, kostet zwar ein bisschen mehr Anstrengung, aber hey, das nimmt man doch gerne in Kauf. Ja, und hier hinten haben wir auch schon das Zwischenziel. Da sind wir dann auf der Alm. Und wenn mich nicht alles täuscht, geht's da hoch.
Ist noch ein bisschen Nebel verhangen, aber das ändert sich ständig, von dem her passt es schon. Langsam und stetig nahm die Steigung zu. Trotz wechselhaftem Wetter war mein Wasserbedarf überdurchschnittlich hoch. Das Wasser wurde knapp. Leider konnte ich vorhin bei dem Wasserfall meine Wasservorräte nicht auffüllen. Ich hoffe, dass es nochmal eine Möglichkeit gibt, denn jetzt wird es dann langsam wirklich eng mit dem Wasser. Denn das brauche ich auf jeden Fall, denn ich bin noch mindestens 1,5 Stunden vom eigentlichen Gipfel entfernt. Gerade eben sind im Tal irgendwelche Sirenen angegangen. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das irgendwie mit dem Wetter was zu tun haben könnte. Aber ein bisschen seltsam ist es irgendwie schon. Aber es sieht jetzt nicht wirklich spektakulär aus. Wetter-App sagt jetzt auch nichts Besonderes. Waren es nur noch ein paar Meter bis zu einem weiteren Naturschauplatz, dem Hühnerspiel. An schönen Tagen reicht die Aussicht vom Talboden bis hinaus ins nahegelegene Inntal und hin zu den Eisriesen der Gletscher am Ende des Stubaitals. Ich bin jetzt wieder an einem weiteren Zwischenpunkt angekommen. Das Ganze nennt sich Hühnerspiel, aber wie ihr seht, wird der Name nicht ganz gerecht, denn hier sind jede Menge Rindviecher. Und eigentlich wollte ich hier die Drohne steigen lassen, aber ganz ehrlich, ich möchte die Kühe jetzt hier nicht unnötig erschrecken und deswegen starte ich die weiter oben. Aber es ist schon witzig, wie viele Kühe sich hier tummeln. Also richtig cool. Und auch hier wieder ein traumhafter Blick ins Tal. Herrlich, Leute, einfach herrlich. Aber so wie es aussieht, habe ich mich verlaufen. Habe ich auch noch nie geschafft. Aber hier oberhalb war es jetzt von den Markierungen nicht so prall. Da unten war die letzte. Und dann, ja, nichts mehr. Das heißt, ich muss mich jetzt erstmal neu orientieren. Einige Minuten später. Ja Leute, Gott sei Dank habe ich jetzt hier so eine kleine Quelle entdeckt, die auch irgendwie noch abgezapft wird fürs Vieh hier. Aber das Quellwasser kann ich genauso gut trinken und von dem her habe ich mir da jetzt ein bisschen was abgezapft und jetzt bin ich wieder erleichtert. Den Weg, den habe ich auch wieder gefunden. Vollkommen am Sack. Und das Ding ist, ja, hier hinten ist erst der Gipfel. Ich gehe jetzt hier wieder runter, wieder rauf, wieder runter, wieder rauf. Und es geht jetzt schon eine ganze Weile so. Gott sei Dank konnte ich das Wasser vorhin aufhören. Sonst hätte ich das auf keinen Fall geschafft.
Langsam mobilisierte ich noch einmal meine letzten Reserven. 11:55 erreichte ich dann den Gipfel der Seblasspitze, der auf 2353 Metern liegt. Die Aussicht konnte sich auch wieder einmal sehen lassen. Ja, ihr Lieben, wir sind auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Abstieg ist wie Aufstieg, daher werde ich das jetzt nicht großartig dokumentieren und filmen. Ihr kennt das Spiel, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch wieder einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. In diesem Sinne, liebe Freunde, sehen wir uns in dem nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.